Moin Leute und hallo zu Watten Barbecue. Wir stehen wieder am Märklinger und wir haben uns heute überlegt, was machen wir. Letztens haben wir die Rotisserie eingebaut und euch vorgestellt. Ein wertiges Teil, was Märklinger sich da überlegt hat. Und heute haben wir überlegt, passt mal auf, was gibt es Einfacheres und Besseres, als einen Mutzbraten seine Runden drehen zu lassen. Das machen wir heute zusammen. Wir zeigen euch nicht das ganze Vorgedöns mit Einlegen und mit Senf einreiben und was neu gibt. Wir spießen das Ding gleich auf und nach dem Intro holen wir euch hier ran. Und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen, wie wertig diese Rotisserie ist. Wir sind bei 300 Grad mittlerweile. Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Wir wollen zwischen 180 und 200 Grad gehen. Ein tolles Flammenbild. Und ich fasse mal eben, nein, war nur Spaß. Also, kommt ran, wir sehen uns nach dem Intro. So, schaut mal, das soll der Mutzbraten sein. Ich denke mir, also wenn es so schmeckt, wie es riecht. So, dann mach mal auf die Tür. Oh, geh mal. Ah. Häng rein, das Freund. Genau. So, da würde ich ja mal sagen, können wir mal reinziehen. Ich ziehe mal hier meine Handschuhe aus und bastel hier mal den Motor ran. So lassen wir ihn jetzt mindestens eine halbe Stunde drehen und anschließend schauen wir noch mal rein. Ich denke mir, nach einer Stunde sollten wir schon fast durch sein. Cool, auf geht's! Das ist unser Ergebnis vom Mutzbraten auf der Rotisserie vom Märklinger. Oh, wie saftig. Boah, ich würde sagen, wir befördern den jetzt mal ganz schnell hier von der Rotisserie runter auf den Teller und probieren zusammen. Mega Ergebnis. Kann man machen, Lars? Mal ausprobieren. Lass einen Schluck Fanta dazu. Ja. Aber ich muss ja noch ein Alter, das ist geil. Also, ja. Kann man machen? Ich habe ja noch nichts probiert. Nee, du hast mich ja eben über beim Fugu hast du mich ja jetzt einfach vorlaufen lassen. Genau. Aber ich wusste nicht, dass wir jetzt ein Tellergespräch führen. Ja, so ist das manchmal. Ja. Ich finde es gut, dass du uns beim Essen zuguckst. Ja, was will man dazu sagen? Das ist einfach... Ja, Schock, ne? Ja. War von außen ein schönes, leichtes Raucharoma. Mhm. Einen sehr geilen Rauchring. Ja. Und das, obwohl wir letztendlich ja nur bei einer Stunde gewesen sind. Ja. Hätten wir jetzt wirklich low and slow, was wir mit Märklinger ja auch können,
das Ganze vielleicht wirklich 2, 3, 4 Stunden durchziehen lassen hätten. Also, was ich sagen muss, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil wir über 300 Grad gekommen sind. Ja. Ich dachte am Anfang, naja, haben wir das außen schwarz und innen ist das noch roh, aber nein. Der Vorteil bei Märklinger, du kannst hoch anfangen und lässt die Temperatur aber fallen. Ja, genau. Und das letztendlich, das haben wir auch gemacht. Ich glaube, ganz zum Schluss waren wir bei 150 Grad oder okay. Was. Aber man sieht es. Klar, Nacken ist halt immer ein bisschen durchwachsen. Ja, aber. Aber geil. Also ich bin normalerweise im Nacken gar nicht so für das Fett, weil wir machen ja eigentlich auch oft so Pulled Pork und sowas. Und da muss das Fett dann immer sich auflösen und muss dann muss sich dann einfach so verdünnisieren, so will ich mal sagen, dass man überhaupt gar nicht das Fett mehr schmeckt. Aber hier schmeckt ja sogar das Fett, ne? durch diese Rauchgeschichte. Ne? Also, es ist, also Wood Fired ist schon eine tolle Geschichte. Ne? Und die Rotisserie hat echt eine super Arbeit gemacht. Vor allen Dingen, was ich genial finde, du hörst den Motor gar nicht. Du hörst den Motor nicht. Und wir haben ja gar nicht diese bösen Klammern oben drauf gesetzt. Stimmt, haben wir auch nicht gemacht. Und warum? Weil wir hier wieder durchdacht, wie das ganze System hier eigentlich ist, einen Sechskant haben. Ja. Plus eine Spitze an einer Seite. Richtig. Und kein stumpfes Machetenteil. Da, wo ich mich jedes Mal darüber aufrege, dass das nicht spitz sein kann. Wenn du jetzt dich ein bisschen beeilen würdest, würde ich dir noch ein Stück kredenzen. Mm-mm. Bloß nicht mehr Fleisch. Ich esse ja gar nicht so viel Fleisch. Ach so, ja, aber ich hole mir dann noch was. Also ich würde sagen... Ich laufe mit meinem dicken Arsch dann nochmal durchs Bild. Oh, das ist aber nicht so ganz schön. Nee. Ich würde also sagen, wir machen hier Schluss. Rotisserie, Daumen hoch, oder, Lars? Alle Daumen und was da noch so da ist. Also alles, was man hat. Hochgestreckt. Gute Idee und ein unglaublicher Mehrwert für den Märklinger. Erstens das, und wenn man überlegt, es ist ja letztendlich aktuell noch Vorserie. Wenn da jetzt die eine oder andere Verbesserung, die man hat, gerade mit einfließt. Ich meine, wir sind hier, was Toleranzen angeht, ja wirklich im Mühbereich. Ja, ja, ja. Also das haben wir ja auch festgestellt. Ja. Wie lange haben wir zum Aufbauen gebraucht? Mit Bohrung und allem, mit Vorbereitung, Stunde? Gut, ja, viel, Stunde, anderthalb. Wir haben viel gesammelt. Ja. Man sollte sich dafür einfach die Zeit nehmen. Ganz einfach. Ne? Naja, wir essen weiter. Das wollt ihr alles gar nicht sehen. Und mal gucken, was wir als nächstes in Richtung Märklinger auf Bild und Ton kriegen. Ne? Also. Danke dir nochmal, Lars, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Und wir sehen uns demnächst. Wenn es wieder heißt, Wattenbarbecue, Grillen an der Küste, mehr Grillen geht nicht. Haut rein und tschüss. Jetzt möchte ich noch ein Stück. Stehst du nochmal auf für mich?